Für uns war das heute ein gebrauchter Tag. Wir sind denkbar ungünstig in das Spiel gekommen. Mit der ersten Situation gerade mal sofort in Rückstand. Dann war es natürlich gut für den Gegner, der dann ein bisschen Überwasser bekommen hat. Wir haben in der gleichen Phase dann noch einen Elfmeter verursacht. Zum Glück hat Ferro den dann auch gut gehalten. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, wollten das dann aber auch mit rausnehmen in der zweiten Halbzeit. Da fängt es genauso wieder an. Und wenn du dann solche Situationen hast, bei Standardsituationen, dann kannst du am Ende nicht als Sieger den Platz verlassen. Und das haben wir heute nicht geschafft. Von daher hat der Gegner verdient gewonnen und wir müssen uns strecken, dass wir am Montag dann vielleicht das Unmögliche möglich machen. Wir geben auf jeden Fall nicht auf. Tim, ich will ja mal anknüpfen. Du bist ja immer Optimist. Was macht dich optimistisch für den kommenden Montag? Der Volkspark. Für uns war es sehr wichtig, zu Null zu spielen. Klar hätten wir gerne noch ein viertes gemacht und trotzdem müssen wir jetzt mal schauen, dass wir nicht zu gierig werden. Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung zeigen am Montag. Wir müssen sehr, sehr scharf sein, um die gute Ausgangssituation, die wir uns erarbeitet haben, dann auch zu verstrecken. Aber es ist eine Halbzeit und in der Halbzeit sind noch nie Spiele entschieden worden. Und deswegen müssen wir uns jetzt gut vorbereiten. Danke.